So, hallo, willkommen zum dritten Teil der Archicad Basics. Ich bin immer noch in der Zeichnung, wo ich gerade war. Ich will Ihnen jetzt ganz kurz die Ebenenstruktur vorstellen von Archicad, bevor ich Ihnen noch ein paar weitere Tricks zeige, wie Sie Zeichnungselemente bearbeiten können. Zunächst einmal haben Sie hier Linien gezeichnet. Sie sehen bei aktiviertem Werkzeug, ja, sehen Sie, und kein Element ist ausgewählt, dann sehen Sie zum Beispiel, dass Sie jetzt eine Linie, die Sie mit diesem Werkzeug zeichnen würden, auf der Ebene Linien zeichnen würden. Ja? So. Klarer Fall, da ist das Werkzeug, da steht, auf dieser Ebene wird dieses Element landen. Ein schon gezeichnetes Element kann natürlich woanders liegen. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel draufklicken, sehen Sie, dass hier auch Linien steht. Natürlich könnte diese Linie auch auf einer ganz anderen Ebene liegen, zum Beispiel auf der Ebene Bodenaufbau. Dann würde bei aktivierten Werkzeugen immer noch stehen, dass die nächste Linie auf der Ebene Linien gezeichnet wird, aber diese spezielle Linie würde trotzdem auf der Ebene Bodenaufbau liegen. Ist eigentlich logisch. Ja? Archicad zeigt Ihnen an, was passieren wird, wenn Sie zeichnen. Und es zeichnet Ihnen alternativ natürlich auch an, wo schon gezeichnete Elemente wirklich liegen. Drücken Sie mal STRG L, dann sehen Sie rechts eine Riesenliste von Ebenen. Das sind die voreingestellten Ebenen, die Sie bekommen, wenn Sie das Programm einfach installiert haben und loslegen. Die Ebenen sind vom Grundsatz her alle gleich, das heißt, die haben nur einfach andere Namen. Ebenen sind die wichtigste Gliederungshilfe eigentlich überhaupt beim CAD-Zeichnen. Das wissen Sie schon aus anderen CAD-Programmen oder Sie haben es schon mal gehört, Layer oder Ebenen. Sie können mit jedem Werkzeug auf jeder Ebene zeichnen. Es gibt eine Ebene, die immer da ist, die sogenannte Archicad-Ebene, die können Sie nicht löschen. Alle anderen Ebenen können Sie löschen bzw. neue Ebenen anlegen. Sie sehen hier links ein Schlosssymbol, damit können Sie Ebenen sperren. Das heißt, die Elemente auf diesen Ebenen sind dann geschützt und können nicht verschoben oder verändert werden. Und Sie sehen ein Auge, damit können Sie Ebenen ein- und ausblenden, auch sehr wichtig. Und es gibt ein drittes Symbol, damit können Sie eine Drahtgitterdarstellung für die gezeichneten 3D-Elemente auf Ebenen erzwingen, was ganz hübsch ist zwischendurch. Zu diesen Nummern komme ich jetzt nicht, das ist ein anderes Thema, was jetzt am Anfang nicht von Bedeutung ist. So, was ich Ihnen immer empfehlen würde, ja, bevor Sie loslegen, ganz wichtig, arbeiten Sie nicht mit dieser Ebenenstruktur von Archicad, sondern arbeiten Sie mit einer eigenen Ebenenstruktur, damit Sie den Überblick behalten. Sie können jederzeit Ebenen neu anlegen, wenn Sie beim Zeichnen merken, dass Sie noch eine Ebene brauchen und noch eine Ebene und noch eine Ebene. Das heißt, während des Arbeitens können Sie so viele Ebenen anlegen, wie Sie wollen. Sie können im Nachhinein, wie ich Ihnen ganz am Anfang schon gezeigt habe, auch Elemente im Nachhinein auf andere Ebenen legen. Das heißt, die Struktur, die Sie Ihrem Projekt geben, kann in ihrer Komplexität wachsen mit der Zeit, in der Sie an dem Ding arbeiten. Und Sie müssen nicht alles im Vorhinein klären. Das ist vielleicht ganz tröstlich. Wenn man anfängt, weiß man vielleicht noch gar nicht, welche Ebenen man wirklich gut gebrauchen kann. Diese große Ebenenpalette führt in der Regel zur Desorientierung, gerade bei Anfängern. Sie zeichnen, Archicad legt Ihnen irgendwas automatisch auf irgendwelche Ebenen. Sie wissen jetzt überhaupt nicht, was hier genau los ist, wo die Sachen eigentlich liegen. Sie brauchen das später schon. Diese Ebenen müssen Sie eigentlich wissen, auf denen Ihre Elemente liegen. Und dann geraten Sie durcheinander, gerade am Ende eines Projekts. Also würde ich Ihnen immer empfehlen, auf alle Wellen gehen. Natürlich bevor Sie was gezeichnet haben und dann auf Löschen. So, die Archicad-Ebene bleibt also da, wie ich schon gesagt habe. Und wenn Sie jetzt auf OK klicken, dann kommt ein Hinweis von Archicad. Natürlich werden alle Elemente auch gelöscht. Ich will es trotzdem löschen. Jetzt sind meine Linien weg. Ja, die waren ja auf einer Ebene, die ich gerade gelöscht habe. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Normalerweise, wie gesagt, machen Sie das, bevor Sie loslegen, damit Sie nicht das, was Sie schon gezeichnet haben, löschen. Wenn Sie jetzt hier auf die Linie klicken, oder da ist ja sogar noch drauf geklickt, dann sehen Sie, dass hier oben fehlt steht. Das heißt, Archicad weiß im Moment nicht, auf welcher Linie Sie denn bitte schön zeichnen wollen, weil diese Ebene ja gelöscht ist, die per Voreinstellung die Linien aufnehmen sollte. Wenn Sie jetzt also loslegen, dann kommt dieser Hinweis, die Ebene für dieses Werkzeug wurde gelöscht, bitte wählen Sie eine andere Ebene aus. Dann können Sie entweder hier draufklicken, dann haben Sie natürlich nur die Archicad-Ebene zur Auswahl. Da wollen Sie aber natürlich nicht drauf zeichnen, denn die Archicad-Ebene kann nicht ausgeblendet werden und nicht gelöscht werden. Also hätten Sie ein riesiges Kuddelmuddel, wenn Sie alles auf der einen Ebene zeichnen. Sehr unprofessionell. Also klicken Sie auf Abbrechen und jetzt gehen Sie zurück zu Ihrer Ebeneneinstellung, STRG L. Und dort legen Sie sich neue Ebenen an. Ja, das mache ich zum Beispiel immer so. Ich schreibe da hin 2D und 3D, danach unterscheide ich so ein bisschen. Man kann das Ganze auch nummerieren. Sie können es auch einfach lassen mit der Sortierung, je nachdem. Also Hilfslinien hätte ich gerne und jetzt kann ich zum Beispiel auf dieser Ebene Hilfslinien zeichnen. Das mache ich am besten vorher. Ich lege also fest, das Werkzeug ist ausgewählt und für die Ebene wähle ich Hilfslinien und jetzt kann ich zeichnen. So, bis Sie jetzt eine neue Entscheidung treffen, auf welchen Ebenen Linien gezeichnet werden, will Archicad die Linien immer auf dieser Ebene Hilfslinien zeichnen. Das ist auch brav und recht so.
Sie wollen ja nicht, dass Ihr Programm eigene Entscheidungen trifft, wo Sie hinzeichnen. Das möchten Sie schon ganz gern bestimmen. Und jetzt können Sie also sozusagen Ihre neue Ebene benutzen. Man würde sich dann noch mehr Ebenen anlegen, die man vielleicht auch noch braucht, wie zum Beispiel Wände und Möbel etc. Also alles, was Sie im Fortschritt Ihres Projektes brauchen, können Sie dann hier mit neu anlegen und dann haben Sie diese Ebene zur Verfügung. So, noch eine Kleinigkeit. Nochmal Steuerung L, Entschuldigung. Hier links sehen Sie Ebenenkombinationen. Das ist jetzt am Anfang nicht wichtig. Das kommt in der Regel erst dann, wenn Sie ein Projekt mal wirklich fertigstellen und auf Pläne bringen. Da hatte ich Ihnen in einem anderen Tutorial schon gezeigt, das nennt sich irgendwie Publishing, glaube ich, wie das mit den Ebenenkombinationen funktioniert. Das heißt, Ebenenkombinationen sind hilfreich. Sie können damit auf einen Schlag bestimmte Ebenen einblenden und andere Ebenen ausblenden, statt hier mühsam in 20 Ebenen die Augen an- und abzuklicken. Ja, und diese Ebenenkombination können Sie selber anlegen. Das heißt, Sie machen das hier links, hier rechts, Entschuldigung, alles klar, was können Sie sehen, was können Sie nicht sehen. Und dann legen Sie hier unten unter Neu eine neue Ebenenkombination an. Ganz, ganz toll wäre es, wenn Sie die auch alle löschen. Das muss man leider einzeln machen. Wie gesagt, das ist in einem anderen Tutorial, was sich mit dem Publishing oder dem Drucken von Plänen beschäftigt, ausführlich erklärt. Ich höre jetzt erstmal auf. Ebenen sind also wichtig. Ein erstes wichtiges Gliederungsmittel für Ihre CAD-Zeichnung. Bitte verstehen Sie das mit den Ebenen. Ebenen haben keine Höhe. Ebenen sind einfach nur sozusagen Sichtbarkeitsbereiche auf der gleichen Höhe oder auf dem gleichen Level, wenn man so will. Und Sie können logische Komponenten oder Gruppierungen in Ihren Zeichnungselementen damit vornehmen. Also zum Beispiel alle Wände, dann irgendwelche Hilfslinien können Sie alle auf eine Ebene legen, können Sie dann auf einen Schlag ausblenden etc. Ich höre jetzt erstmal auf und mache gleich nochmal weiter mit ein paar Bearbeitungsfunktionen.